Servus, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den Kiro-Kreuzer, den russischen Kreuzer, Rang 5. Bei den Russen? Das war mein Satz. Dienstgestellt 1938, habe drei Drillingstürme, A180 mm, also ziemlich klein eigentlich. Und das merkt man auch bei der Durchschlagskraft, bei anderen Kreuzern zum Beispiel, also der Königsberg oder Nürnberg, ja. Ist schwierig, die wirklich, den richtigen Schaden zuzufügen, da muss man schon wirklich gut die Zitadelle treffen. Ich habe zwei Drillingstorpedowerfer, A533 mm, 4 Kilometer Reichweite, kann man eigentlich vernachlässigen, denn werde ich wahrscheinlich nicht benutzen können. Und 35,5 Knoten fahre ich maximal. Ein schönes Leck hier, wird mir gerade angezeigt. Wo fahre ich hin? Ich schätze mal, ich fahre rüber zu A gleich. Sorry. Also bietet sich jedenfalls an, zu A zu fahren. Ich fahre mal mit halber Fahrt. Mein Aufklärungsflugzeug spare ich mir erstmal noch. Das erhöht die Reichweite. Sollte man aber nur benutzen, falls man jemanden treffen will, der gerade noch am Fliehen ist oder dabei ist zu fliehen. So, die drei können sich da B krallen. Auf jeden Fall ein ziemlich modernes Schiff, also für russische Verhältnisse, wenn man bedenkt, wie die Instandstellungsjahre der Schiffe davor waren. Also das war schon ein richtig altes Zeug. Ich glaube, das älteste war, glaube ich, 1901. Ne? Aber ich weiß nicht mehr, welches Modell das war, welches Schiff, aber 1901 in Dienst gestellt. Also, das ist schon richtig, richtig alt. Ja, dagegen wirkt das hier richtig modern. Stromlinienförmig. So, achso, ich war halbe Pfeife, nämlich ich war so langsam hier. Gucken, ob sich irgendwas auftut hier. Aber es kommt einem nicht vor wie 35 Knoten. Und mir kommt das ziemlich langsam vor. Aber es ist natürlich nur objektiv oder subjektiv? Subjektiv. Subjektiv, weil alle anderen Schiffe natürlich auch ziemlich schnell sind. So, 16,3 Kilometer Reichweite. Mal natürlich gucken, dass wir da hinkommen. Ich könnte ja schießen. Ich könnte mein Aufklärungsflugzeug auspacken, dann würde ich so auf 19 Kilometer kommen. Aber ich glaube nicht, dass sich das hier lohnt. Miyoko ballert schon. Storz. Wie spricht man das? Stross. Die haben Namen, ey. Dagegen ist der Kiro richtig einfach. So, 22er Entfernung. Bisschen inkonstante Frames hier habe ich. FPS. Liegt aber auch daran, ich glaube, irgendwas verabschiedet sich bald hier bei mir. Hier mit AP. Auch eine Kamikaze. Da wird ja nichts. Was trotzdem erstmal sollen wissen, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe immerhin getroffen. Was für ein Scheiß jetzt hier. Ich hasse Windows dafür, dass wenn man nur ein paar Mal diese... Okay, dreht ab. Paar Mal häufiger die Umschalttaste drückt, dass er dann mal fragt, wollen Sie die Taste fixieren? Dreck hier echt. Und dann dieses verkackte Fenster aufblinkt. Okay, er hat sich angenebelt. Das ist eine andere Kiro. Kommt näher. Da ist auch schon Linie. Ich muss ein bisschen weiter vorhalten. Er dreht ab. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen.
übernommen. Somit werde ich jetzt auch abdrehen, sonst komme ich in Schwierigkeiten. Diesmal habe ich noch rechtzeitig mitbekommen, ich fahre ja öfter mal rein hier in diese verdammte Linie. Natürlich scheiße dann. Aber auch so nehme ich sie mit, warum auch nicht? Ja, Motorleistung, ich weiß. Der Zerstörer verpieselt sich auch. Und wir haben schon zwei Schiffe verloren, das ist natürlich blöd. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, mein Team, aber ich glaube, ich habe das schon mehrmals erwähnt, dass ich das Gefühl habe, und das haben sogar andere im Forum gesagt, dass sie denken, ihr Team verliert immer. Ja, es kann natürlich irgendwie, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wenn man sagt, kann ja nicht möglich sein, wird auch ständig neu gemischt. Aber irgendwie ist es tatsächlich so ein bisschen der Fall, ja. Keine Ahnung, wie sich das erklären lässt. Der so weit entfernt, ey. Wenn ich mich noch um eins nähere, wenn ich überhaupt nicht. Wupp. Kommt vor, ne? Kommt vor. So, mit AP auf dem Schlachtschiff ist total beknackt. Yo! Glück gehabt, Glück gehabt. Weiß nicht, ob ich die noch treffen würde jetzt. Offensichtlich nicht. Jogurtos, echt heißt er Jogurtos, ja. Das ist immer lecker. Tom Dementor. Wie Dementor oder was? Verstehen. Auch nicht. Der Ausfälle reichen mir nicht. Jetzt bin ich gierig. Ich brauche Brände. Eventuell ist er gleich weg. Vielleicht kann ich mir schnell noch einen Kill lacken hier. Offensichtlich nicht. Und die Muni wieder wechseln. Dauert ein bisschen. Komm! Ich würde so gerne auch noch mal hier schießen dürfen können. Sieht aber sitzen hier. Leck mich doch im Arsch. Ah. Gut, dann fahre ich halt Captain. Irgendwas muss ich dann machen hier. Ist knifflig. Ich habe auch das Gefühl, dass immer, wenn ich aufzeichne, läuft schlechter als sonst. Ich meine, klar, ich habe meine Videos gehabt mit 4-5 Kills oder sowas, aber das ist nicht so häufig, wie ich es gerne hätte und wie ich es sonst habe, wenn ich zum Beispiel nicht aufnehme. Aber spielen wohl viele Faktoren eine Rolle. Schon wieder die falsche Munition hier. Aber gut, ich habe noch Zeit zum Wechseln. Lass uns mal Captain fahren hier. Okay, der letzte Zerstörer dabei den. Eigentlich auch wirklich ein schönes Schiff. Muss man wirklich sagen, wenn man bedenkt, wie zum Beispiel in den Panzerspielen die russischen Panzer mal aussehen. Wirklich fast für... Also, für mich Worte. Wie man ja gerade gemerkt hat. Oh, der Cap schon, scheiße.
Nee, hau mal ab mit deiner Colorado, echt jetzt. Lackerdi lack, lack lack lack. Oh, ich glaube, ich kann noch ein bisschen mitcappen. Da ist man natürlich gierig, klar, Punkte sind Punkte und man will sie haben. So einfach geht das. Vielleicht der Jeff Boss. Jeffy Jeff. Vielleicht soll ich irgendwie reingrätschen hier. Ich könnte es probieren zumindest. Passen, dass ich hier Robo nicht ramme. Robdo. Komm, lass mich sitzen. Ah, das ist doch nicht zu fassen. Dann sind wir aber knapp hier. So, was ist das Schlachtschiff? Ich fahre hier einfach durch. Muss mich wohl von hinten ran nähern. Die gingen auch alle daneben, ey. Gut, die Kongo von hinten nehmen. Warum auch nicht? Manche stehen ja drauf. Kaboom, kaboom. Das ist ein dusseliger Typ, ey. Wir sind nur noch zu dritt. Man müsste also zusammenbleiben, ansonsten ist man geäfft. Pretty hard. Ich glaube, es wäre relativ clever, hier irgendwie durchzufahren, eigentlich. Okay, schon wieder einer weg. Scheiße. Oh, shit. Und die falsche Money! Scheiße. Ja, lädt er heute nochmal nach, oder? Ich habe mir schon gedacht, dass er auf meine Zitadelle zielt. Das konnte ich auch gut sehen. Mit dem Augenzwinkern, ne? Hat natürlich die ganze Zeit auf meine Zitadelle gezielt. Ich find's blöd, also es wäre gut, wenn man solche Sachen angezeigt bekommt. Dass man zum Beispiel in der Zitadelle getroffen wurde und so. Wäre hilfreich, finde ich. Gut, wir machen halt noch eine Runde. Wie so oft. Bis gleich. So, ich sagte ja, wir machen noch eine Runde. Diesmal könnte es besser aussehen, denn beim Gegner ist auch eine Shikuma mit bei hier, wie man sieht. Und wir haben dafür einen Dreier drin. Das ist auch nicht so schlimm. Die Shikuma wird, denke ich mal, relativ schnell weg sein. Es sei denn, die hält sich weit hinten auf. Wie man gerade gesehen hat, sind die eine Flotte aus drei Leuten. Dreierflotte? Ne, Zweier. Tut euren Leuten sowas nicht an, ey. Lasst sie doch nicht so mit niedrigstufigen Schiffen reingehen. Wenn ich habe das ja auch schon gehabt. Ich bin ja absichtlich mal mit Kaiser. Sie hat 4 oder 5 gehabt und ich bin mit 2 rein, ne? War natürlich auch der einzige. So kann man natürlich nicht gewinnen. So,
Das ist eins meiner Lieblingsworte, beziehungsweise eines der Worte, das ich häufig, am häufigsten benutze. So. Schönes Wetter übrigens. Ich mag diese ganzen Wettereffekte hier. Ich glaube, ich werde mit dem Kollegen da mitfahren. Die Munition werde ich höchstwahrscheinlich nicht wechseln, bin mir ja nicht sicher, aber wahrscheinlich werde ich die ganze Zeit auf AP lassen. Hier dauert es ein bisschen, weil ich bei dem Kapitän keinen Punkt vergeben hatte fürs schnellere Wechseln der Munition. Ich dachte nämlich damals, das ist unsinnig, oder dafür wechsle ich irgendwie, brauche ich nicht. Ja, mittlerweile wechsle ich ja doch mal die Munition hier und da und deswegen sieht es ein bisschen blöd aus jetzt. Gut, ich hoffe. Gut, die haben nur zwei Zerstörer, das könnte klappen. Wir werden einfach mal reinfahren, ne? Weil mir das Schwert Lana mit. Ist ja das Vorgängerschiff von meinem hier. Wie sieht's hier aus? Irgendwas los? Nee. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Okay. Okay. Die Bomber hier hin wollen. Das könnte scheiße für mich aussehen. Ausgehen. Nicht nur aussehen, sondern auch ausgehen. Ruckel, ruckel, warum ruckelt der dann so komisch? Was? Ich drehe ab. Mein 6 Treffer reingezwiebelt da. Problem gelöst. Das ist auch wirklich, das sind schwierige. Schwierige Kampfzonen hier, sage ich mal, an solchen engen. Aber eigentlich will ich ja auch nicht aufgeben. Heißt, man muss halt zusehen, dass man irgendwie weiter dabei bleibt. Der schießt jetzt eigentlich ins Nichts. Und hat sich irgendwie jetzt auf mich eingeschossen. Da ist er noch viel geschossen jetzt. Aber da ist noch der Zerstörer, sehe ich. Er will den absolut das Feld nicht überlassen, mein Kollege da. Keine Ahnung, ob ich den jetzt noch so treffe. Es sind Treffer mit bei. Der Typ ist hart, der hält durch hier. Mein Kollege. Ich will auch nicht abziehen. Ich muss halt nur öfter Kreise fahren hier. Oder mehr Kreise. Einer wurde ver. Stimmt ja, der gehörte zu uns. Ich wollte gerade sagen, oh, einer wurde versenkt. Bin leider nicht schnell genug, um hier allen auszuweichen. Allen Treffern, aber ich werde schon wieder beschossen. Ich muss weg hier. Trotzdem um Feuerunterstützung bitten. Bitten. Wie sie da einfach nur rumgammeln, ist natürlich auch armselig. Muss ich, also finde ich jedenfalls. Ich finde, Kämpfen sollte anders laufen, aber jeder hat da andere Vorstellungen von. Die kriegen natürlich mit, dass ich jetzt abdrehe. Wir wurden da versenkt. Eventuell bleibe ich ja doch noch hier. Ich glaube, einen hat es erzählt gerade. Oh, scheiße, da kommt. Da kommt ein Torpedobomber.
Ich muss zusehen, dass ich hier jetzt ausweiche, wegkomme und dergleichen. Ständig in Bewegung bleiben. El Chicken, helf mir! Okay, er klingt manuell aus. Ich werde einen mitnehmen, weil ich dumm drehe. Na, Glück gehabt. Das ist wirklich Glück. Und wie heißt es so schön? Glück ist, wenn ich mich in der Gefängnisdusche nach der Seife bück und niemand mir von hinten sein Ding reindrückt. Ich will eigentlich nicht, dass sie cappen. Ich will das irgendwie verhindern. Also vorfahren. Ein Zerstörer ist noch unterwegs. Kurz auf die Minimap geguckt. Da sehe ich ihn nicht. Also kann ich nicht abschätzen, wo er sich befindet. Alle Stationen, Feuerunterstützung geben. Torpedos voraus. Jetzt weiß ich, wo er sich befindet. Ich will auf jeden Fall mitkappen. Ich will noch mitkappen. Wie kann ich schon mal sagen? Schießt auf Wichser. Versenkt Zitadelle. Jetzt habe ich genau das, was ich haben wollte. Jetzt würde ich hier cappen. Zusehen, dass ich nicht verrecke. Das ist eigentlich mal ein spannenderes Match hier. Einfach reinfeuern, damit er nicht auf die Idee kommt, hier rauszukommen. Bisschen mit der Geschwindigkeit runter, wie sich das gehört. Vielleicht ist er natürlich auch gar nicht mehr hier und schon ganz woanders. Gut. Ich werde hier zwischenfahren, denn ich hoffe, oh, das werde ich schaffen. Scheiße. Scheiße, Mann. Oh, fuck, Mann. Ja. Oh Gott, ich werde noch einen mitnehmen, oder? Nee, das war knapp. Das war wirklich knapp. So, jetzt habe ich ihn rausgetrieben. Ich hoffe, der andere holt sich den jetzt. Ich überlege mir gerade, was hole ich mir jetzt? Ich sollte mir ja eigentlich dieses verkackte Schlachtschiff holen. Okay, ich habe die Munition nicht gewechselt. Das hätte ich machen sollen. Habe ich jetzt nicht. Zu spät. Hier werden Torpedos kommen. Er senkt. Dann kommt vielleicht doch keine mehr. Munition wechseln. Und schauen, wo diese blöden... Diese blöden... Ja. Brain AFK. Flugzeugträger sind, genau. Ich gehe davon aus, dass sie sich hier irgendwo hinten aufhalten. Jetzt will ich sie natürlich holen, dass die haben mich so aufgeregt. Ja, scheiße. Okay, ich sehe, da nähert sich einer. Und noch ein Bomber. Könnte jetzt mein letzter Atemzug gewesen sein. Ich sehe ihn. Drecksau.
Ich weiß, dass ich hier verfolgt werde. Jetzt will er natürlich alles noch raushauen. Ich werde sogar einen mitnehmen, glaube ich. Wow. Das war so effen knapp. Aber hier kommen jetzt noch welche. Und den werde ich nicht mehr ausweichen können. Vielleicht einmal noch schießen. Einmal. One time. Was will man machen? Ich brauche das manchmal, damit ich nicht komplett ausfallen werde, damit ich mich sofort beruhige. Einmal kurz einen Tiss und raus. Guck mal kurz den anderen Kollegen zu hier. Lucky shit. Leider haben die Brände nicht gereicht. Ich hätte gerne dem wirklich so viele Brände bei dem verursacht, dass er abgebrannt wäre letzten Endes. Wird aber nicht mehr passieren. Gut, ich habe meine 2 Kills. Ich habe, glaube ich, ziemlich gut gekämpft. Muss aber natürlich schauen, wie es jetzt weitergeht. Die New York ist auch ziemlich lahm. Das könnte natürlich eine ganze Weile dauern. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Aber ich war, ja, ich habe mich so gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich Flugzeugträger verfolge und die finde. Und der Kollege will ihn jetzt natürlich auch sich holen. Das war gar nichts. Natürlich ist er so langsam. Ich bin natürlich in New York in einem anderen Video gefahren und mit 21 Knoten. Was ist denn, was haben wir denn hier? Langley und Hosho. Die sind alle schneller als er. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Oh. Oh, scheiße. Jetzt habe ich es natürlich verraten. Das wäre natürlich blöd jetzt. Aber okay, kann ja noch was werden. Er hat natürlich einen Vorteil, er hat bessere Flak. Die sich wahrscheinlich aber erstmal auf den Marinebomber konzentrieren wird. Da hat man gesehen, der Typ klingt man automatisch aus, beziehungsweise lässt ausklinken. Einen wird er mitnehmen. Kann man überleben, der hat nur so viel Leben. Ob das noch was wird? Das sind wirklich verdammt viele Flugzeuge jetzt, die ihn belagern. Ich habe keine Ahnung, ich habe nie so drauf geachtet, wie gut, wie wirksam die Flak eigentlich ist. Gut, der Vorteil ist bei den Japanern, auch automatisch, sind die Schwadrone relativ schnell kaputt zu kriegen. Wie kann das sein, dass er diese Scheiße auch noch mitnimmt? Der hat zum Beispiel jetzt manuell ausgeklingt. Oh, einfach mit dem Heck drehen. Bist du blöd? Ja, Entschuldigung, aber das ist ja wirklich dämlich. Ich meine, selbst Kaiser Franz und die weiß ja von vielen Sachen nicht. Das Scrub Marines. Und die achtet so auf so viele Sachen nicht, aber die weiß ganz genau, wie sie sich zu drehen hat. Sie versucht immer, den Torpedos auszuweichen und dreht sich nie absichtlich in die Torpedos rein. Also, auf die Idee würde sie gar nicht kommen. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Die haben immer noch 3. Ich komme mir vor wie so ein Sportkommentator. Der wird auch nie eins von diesen scheiß Schiffen sehen, weil die vor der Nase wegfahren, bevor er überhaupt eins spottet, ne?
Also ziemlich langweilig, dem hier zuzugucken ist. So, unser Langley brauche ich auch nicht zugucken hier. Rommel! Oh Gott, ey, all diese Schreibfehler. Oh fuck. Nein! Rommel, also Rommel mit Schreibfehler, nur damit er den Namen noch verwenden kann, hat dafür gesorgt, dass wir verlieren. Schade, schade, schade. So, ich hoffe, ich bin nicht allzu schlecht gewesen. Immerhin Zweiter, hey, ich habe ja auch ein bisschen was geleistet. Kann man ja nicht meckern. So, Fazit. Kiro eigentlich ganz cool. Also ich habe mich nie wirklich beschwert. Und manchmal ist es schwierig, je nachdem wie man fährt. Wie soll ich das sagen? Ich finde nicht die richtigen Worte für das, was ich sagen will. Oh, das regt mich so auf. Naja, auf jeden Fall, die Schussbahn ist manchmal ein bisschen, also, scheiß drauf, scheiß drauf, ich weiß nicht, was ich sagen will. Ja, manchmal ist die Schussbahn ein bisschen anders als bei den meisten anderen Schlachtschiffen in derselben Position, so. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Ansonsten ist es eigentlich ein ziemlich cooles Schiff. Die Torpedos kann man sich eigentlich klemmen, obwohl ich ja einen Torpedotreffer hatte, das ist ja das Coole. Aber das war auch nur zufällig. War das hier? Nee, waren ja mit dem Match davor. Ich bin schon vollkommen durch den Wind hier, ey. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also haut rein, ciao, ciao.